Am 10. August 2019 fand zum 11. Mal das traditionelle Entenrennen der Feuerwehr Lauchhammer statt. Zum zweiten Mal nutzte man den Binnengraben im Schlosspark, denn das Areal ist perfekt für die Gestaltung eines umfangreichen Rahmenprogramms. Und selbiges kam wieder gut an bei den Besuchern. Mit 932 verkauften Enten blieb man knapp unter der Rekordmarke des Jubiläumsentenrennens im vergangenen Jahr. Dennoch konnten die Kameraden der Feuerwehr sehr zufrieden sein. Das Rennen an sich gestaltete sich wie schon 2018 etwas schwierig. Bei der geringen Fließgeschwindigkeit des Binnengrabens musste dann doch ein wenig nachgeholfen werden. Und so mussten sich die vielen Rennbeobachter, zu denen auch Bürgermeister Roland Polenz gehörte, etwas gedulden, bis die ersten Enten im Ziel waren. Jetzt haben wir eine Siegerente. Die Nummer verraten wir natürlich erst später. Verlost wurden wieder attraktive Preise im Gesamtwert von 1.300 Euro. Der Hauptpreis war ein 300-Euro-Gutschein für ein Fahrrad. Ein Fernseher und ein Smartphone folgten als zweiter und dritter Preis. Alle Einnahmen des Entenrennens kommen der Jugendfeuerwehr Lauchhammer zugute.